Hey meine Lieben, willkommen zu diesem neuen Video. Heute gibt es ein Infovideo. Ihr konntet dem Titel schon entnehmen, um was es heute geht. Momo und ich werden den Stall wechseln und da haben bestimmt, oder denke ich mal, viele von euch Fragen dazu. Und deswegen werde ich jetzt in diesem Video einfach mal erklären, warum wir den Stall wechseln, also welche Gründe das hat, wohin wir gehen, was sich ändern wird und wann wir umziehen werden natürlich. Also die letzte Frage beantworte ich jetzt mal als erstes, das ist nämlich am schnellsten beantwortet. Wir werden Anfang Dezember umziehen, also zum 1.12. offiziell. Da das aber unter der Woche ist, werden wir den Umzug am Wochenende davor oder danach machen. Also irgendwann Ende November, Anfang Dezember wird es soweit sein. Ja, und dann komme ich mal zu den Gründen, ne, warum wir wechseln. Solche Entscheidungen sind bei mir ein ganz, ganz langer Prozess. Also ich treffe so eine Entscheidung niemals von heute auf morgen, sondern ich überlege schon mehrere Wochen und Monate, wie es weitergehen soll für uns. Und ja, bin jetzt eben zu dem Entschluss gekommen, dass wir wechseln. Der Auslöser für das Ganze, dass ich mir überhaupt Gedanken gemacht habe, waren die Reitstunden bei uns am Hof. Wir sind ja eigentlich eine Reitschule und ich hatte jetzt 5 Jahre lang das Privileg, dort als einzige Einstellerin mit Momo zu stehen. Dafür bin ich auch unglaublich dankbar. Es waren 5 mega schöne Jahre. Es gab nie irgendwo Stress oder sonst was. Alle Leute, die dort sind, sind super herzlich und lieb und ja, so vom Stall her. Hätte auch alles super gepasst. Momo geht's dort richtig gut. Also das hat alles gar nichts mit meiner Entscheidung zu tun. Also menschlich war alles in Ordnung, war alles super und für Momo war alles super. Und vor 5 Jahren, als ich gekommen bin, war es halt noch eine ganz kleine Reitschule. Da hat das alles angefangen und es war alles super ruhig und idyllisch. Und es war auch schön, dass dann immer wieder Kinder da waren und so. Hab mal ein bisschen Action auch gehabt, immer wieder mal. Ja, mittlerweile ist es halt so, dass sehr, sehr viele Reitschüler da sind. Die Anfragen hören nicht mehr auf. Und mittlerweile sind die Reitstunden halt von vormittags oder mittags, wo ich ja noch in der Arbeit bin, bis spätabends. Und ich habe einfach nicht mehr so viele Möglichkeiten, den Reitplatz für uns zu nutzen. Also ich müsste immer erst spätabends zum Stall fahren, damit ich dann auf den Reitplatz kann. Und im Winter ist das für mich ja unerlässlich. Also ich brauche einen Reitplatz, damit ich mit Momo irgendwie was arbeiten kann, weil ich komme um 5 von der Arbeit heim im Winter und da ist es halt schon dunkel. Also ich kann da auch nicht mehr ins Gelände oder so und deswegen brauche ich einfach einen Roundpen oder einen Reitplatz oder irgendwas mit Licht, wo ich halt auch im Dunkeln arbeiten kann. Ja, und da eben diese Reitstunden mittlerweile immer mehr werden, was auch klar ist, dass man sowas ausbaut und alles erweitern möchte, wenn man so einen Reitbetrieb hat, finde ich auch Wahnsinn, was unsere Hofbesitzerin da jetzt in den 5 Jahren rausgeholt hat, was sie aus dem Reitschulbetrieb gemacht hat. Ja, aber für uns haben sich die Gegebenheiten einfach geändert. Ich fahre jetzt aktuell nach der Arbeit also immer erst nach Hause und fahre dann später am Abend so ab 20 Uhr wieder in den Stall, was für mich halt auch ein ziemlicher Zeitaufwand ist, weil so konnte ich direkt nach der Arbeit zum Stall, das liegt auf dem Weg und dann ist da nicht so viel Zeit drauf gegangen, aber wenn ich jetzt erst nach Hause fahre, dann sitze ich 1-2 Stunden zu Hause rum, dann muss ich mich wieder fertig machen für den Stall, fahre schon wieder 20 Minuten zum Stall hin, bin dann dort 2-3 Stunden beschäftigt und fahre dann wieder 20 Minuten nach Hause. Also ich verbringe schon 40 bis 45 Minuten nur auf der Straße, weil ich eben nicht direkt nach der Arbeit in den Stall fahren möchte. Ich dürfte natürlich mit auf dem Reitplatz, also das wäre gar kein Problem. Aber wenn da so viele Kinder drauf sind, fühle ich mich auch einfach nicht gut dabei, wenn ich die dann immer störe oder einfach mein Ding mache. Und ja, mit Momo kann ich halt auch nicht 100% so arbeiten, wie ich es gerne hätte, wenn ich halt immer oder wenn wir allgemein immer Rücksicht aufeinander nehmen müssen. Und deswegen fahre ich halt aktuell immer erst spät am Abend in den Stall. Aber so ist mein Abend halt total zerrissen. Ich bin mal kurz zu Hause, 1-2 Stunden, dann fahre ich wieder in den Stall. Und dann komme ich erst spät abends endgültig heim, wo ich dann auch wirklich mal zur Ruhe kommen kann. Genau, also das ist so der Hintergrund, weil es zeitlich für mich einfach nicht mehr machbar ist. Und ich einfach einen Stall brauche, wo keine Reitstunden bis spät abends so stattfinden. Dann die Frage, wohin wir wechseln. Vielleicht denkt sich das auch schon der ein oder andere. Es gibt bei uns in der Umgebung auch gar nicht
so wirklich viele Ställe. Ich glaube, dass das in vielen Regionen anders ist. Also ich habe, bevor ich zu unserem jetzigen Hof gegangen bin, so ziemlich alle schon mal angeschaut, die es so gibt bei uns. Und entweder sind sie mega teuer oder es sind dann so Turnierställe, wo man halt schon ein bisschen schief angeguckt wird, wenn man da mit seinem Wald- und Wiesenpony Zirkuslektion macht. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Da würde ich mich jetzt auch nicht wohlfühlen. Ich möchte halt einen Freizeitreiterstall einfach, wo man so angenommen wird, wie man ist, egal was man jetzt mit seinem Pferd genau betreibt. Ja, und es ist nicht so leicht, irgendwas zu finden. Ich will auch keine Boxenhaltung für Momo. Das wird für mich nicht gehen. Wenn, dann vielleicht noch eine Paddock-Box. Aber ja, gibt es bei uns leider auch nicht so viele. Und die sind dann eben auch wieder relativ teuer, dadurch, dass sie so rar sind bei uns. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, dass ich zu Franzi und Vicky in den Stall ziehen könnte. Wir haben da schon oft drüber geredet, dass es ja schön wäre, wenn wir in einem Stall wären und dann zusammen ausreiten können. Und sie macht ja auch YouTube-Videos, dann können wir uns gegenseitig filmen und Fotos machen. Und bisher war es halt aber immer noch nicht so umsetzbar. Sie hat ja auch dieses Jahr den Stall gewechselt und davor, ja, hat einfach bisher nicht so gepasst. Und jetzt, wo sie in ihrem neuen Stall ist, ist da eben noch ein Plätzchen frei. Und es ist jetzt tatsächlich so, dass wir dahin ziehen dürfen. Das ist ein kleiner privater Offenstall, also keine Box für Momo, sondern ein Offenstall, wo er sich auch einfach frei bewegen kann, so wie er es möchte. Es gibt einen so klein ist er gar nicht, aber im Vergleich zu unserem jetzigen ist er schon ein Stück kleiner. Aber er ist groß genug, dass man gut arbeiten kann mit dem Pferd. Eben ein Reitplatz mit Licht, was für mich eben ganz wichtig ist im Winter, dass ich auch im Dunkeln mit Momo arbeiten kann. Es gibt große Koppeln, kann man das alles einfach so selber managen, weil wir nur drei Leute sind, die ihre Pferde eben dort haben. Und ja, da kann man das alles sich einfach selbst so legen und einrichten, dass alle Pferde immer rundum umsorgt sind, auch wenn einer jetzt mal nicht zum Stall kann. Und das ist halt super, wenn man sich da gegenseitig dann so unterstützen kann. Und ja, ich freue mich jetzt schon richtig drauf. Es ist zwar so ein Zwiespalt irgendwie, weil ich total traurig bin, dass ich von meinem alten Stall jetzt weggehe. Also ich bin richtig traurig, dass ich den Stall jetzt verlassen werde mit Momo, weil ich wirklich 5 wunderschöne Jahre dort hatte und es ist ja alles super. Auch wenn ich solche Entscheidungen nicht gern treffe, aber für mich ist es zeitlich einfach nicht mehr machbar. Und ja, einerseits ist es mega traurig zu gehen und andererseits freue ich mich aber auch schon riesig auf das Neue, was uns noch bevorsteht, auf die Zeit mit der Angelika, mit der Franzi, auf die gemeinsamen Ausritte, auf die gemeinsamen Videodrehs und Fotoshootings. Also ich glaube, dass das schon richtig cool wird. Ja, jetzt habe ich schon richtig lang gelabert. So, das sind die Fakten zum Stallwechsel. Eben zum Anfang Dezember werden wir umziehen. Ihr kennt jetzt die Gründe und wohin wir gehen. Und ich bin schon sehr gespannt auf die Reise, die uns erwartet. Und ich werde euch dann natürlich auch ein bisschen mitnehmen, soweit es geht, bei den Umzugsvorbereitungen. Beim Umzug selbst muss ich schauen, inwieweit ich da was filmen kann. Aber ich gebe mein Bestes. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, mehr oder weniger, wenn man das so sagen kann, bei so einem sachlichen Infovideo. Ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben oder einen Kommentar da. Könnt mir gerne eure Meinung schreiben, wie ihr das machen würdet, wenn ihr in der Situation wärt, dass ihr einfach sehr eingeschränkt seid in eurem Handeln am Stall, ob ihr dann auch wechseln würdet oder ob ihr das in Kauf nehmt. Ja, und dann bis zum nächsten Video. Tschüss!